Michael, Herbert, schön, dass es geklappt hat heute mit den Herren Michael Holzer. Wir sind heute mit dem Trainer von der NCAA Division 1 Schule hier. Normalerweise haben wir viele Sportler und es gibt nämlich nicht so viele deutsche Trainer hier in Amerika, die im College trainieren. Wie bist du hergekommen? Ich habe bei Stuttgarter Kickers damals gespielt und war auf dem Sprung in die Regionalliga, aber ich war schon 21. Da dachte ich mir, ja, wieso nicht? Der zweite Weg mit Studium und Fußball zusammen. Habe ich ein Angebot von UNCG bekommen in North Carolina. Bin dann hier in die USA gekommen mit einem Vollstipendium und dann... Als erstes Mal als Spieler warst du hier? Yes, als Spieler war ich hier 2011 bis 2013 in UNCG und dann von 2013 bis 2015 bei Iona College. Dann auch noch bei Iona meinen Master gemacht bis 2017 und dann danach ein bisschen bei der New York Cosmos gespielt. Okay, New York Cosmos, das ist ja keine College-Mannschaft? Das ist keine College-Mannschaft, das ist eine Profimannschaft. Da hat auch der Franz Beckenbauer gespielt damals und ja, da habe ich ein Jahr gespielt. Und dann Fulltime into Coaching. Was würdest du vielleicht auch in deinen letzten 7,5 Jahren sagen, was hast du gelernt, beziehungsweise was sind auch die Fähigkeiten, die ein International Student haben muss, um im Endeffekt von dir, Coach Holzer, rekrutiert zu werden? Ja, also als ich als Freshman hierher gekommen bin, muss ich ehrlich sagen, habe ich das Niveau unterschätzt. Ich dachte, ja, ein bisschen Uni-Fußball, das kann nicht so gut sein, aber das Niveau ist wirklich richtig, richtig gut. Aber dadurch, dass man für eine Universität Fußball spielt, muss man natürlich auch akademisch was drauf haben. Wie läuft der ganze Prozess ab, wenn du jetzt an einen Spieler interessiert bist zum Beispiel? Wie lange dauert das eventuell? Was würdest du dann aber auch gleichzeitig raten, den Spieler, wann sollte er anfangen, sich mit den ganzen Tests und mit den ganzen Übersetzungen und so weiter zu beschäftigen? Ich würde auf alle Fälle, dass man sich das so früh wie möglich damit beschäftigt. Wenn wir einen Spieler mögen, dann gucken wir den natürlich auch im Training an und ein Spiel an. Andere Unis machen das ein bisschen anders, die machen das über Video. Aber wir bei Iona, wir wollen den Spieler live sehen im Training und im Spiel, wollen den one-on-one meeten. Wir fliegen dann auch nach Deutschland und dann kriegen wir ein besseres Bild. Also ihr fliegt nur, um den Spieler anzuschauen. Ja. Und wie viele Internationals habt ihr jetzt hier? Wie viele Deutsche auch? Wir haben einen Deutschen, wir haben 13 Internationals. Okay, und nächstes Jahr, wie viele braucht ihr? Wir brauchen 2, 3 neue Deutsche, ja. Also.